Wochenstart beim DIHK. Morgen. Hauptgeschäftsführer Martin Wandsleben ist Frühaufsteher. Wir unterscheiden uns von einem in Anführungszeichen normalen Unternehmen, dass wir nicht in jedem Falle so eine Durchgriffsgewalt haben. Also es gibt keinen, der so das Zepter in der Hand hält und alles sagen kann, sondern wir sind ein Netzwerk, in das man sich hineinbegeben muss. Also man muss da Spaß dran haben. Wenn jemand auf meinem Stuhl sitzt und träumt davon, Durchgriffsgewalt zu haben, der wird mit Depressionen enden. Referentenbesprechung. Martin Wandsleben diskutiert mit Mitarbeitern in großer Runde neueste Entwicklungen im DIHK. Chef ist er hier seit 2001 und hat seitdem auch schon schwierige Momente erlebt. Sicherlich die Finanzkrise, da haben wir ja alle in ein großes Loch geguckt. Was passiert eigentlich? Hat keiner gewusst. Bricht jetzt die Konjunktur völlig weg? Was passiert gesellschaftlich? Was passiert wirtschaftlich? Wie wird sich der DIHK finanzieren können? Also da ist man schon gelegentlich nach Hause gegangen und hat sich gefragt, wie wird das wohl morgen werden? Als Hauptgeschäftsführer leitet er Gremiensitzungen und Konferenzen, informiert sich, reist ins Ausland. Ein eng getakteter Job. Auch immer mit dabei, Termine mit Politikern. Ich finde es sehr beeindruckend, wenn wir hier mal in Deutschland, meinetwegen Olaf Scholz und Angela Merkel nehmen, wie Leute, die eine solche Verantwortung wahrnehmen, ein solches Pensum absolvieren, am Ende für sich persönlich im unmittelbaren Kontakt keine große Show machen, sondern eigentlich auch normal und freundlich einander begegnen. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Mittagessen in der Kantine. Das ist, wenn ich in Berlin bin und keinen anderen Termin habe, die Regel. Weil das ja ganz gut ist, die Zeit zu nutzen, um auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kontakt zu kommen. Und das ist ja auch angenehm, wenn man sich mal über andere Themen unterhalten kann. Außerdem ist das Essen gut hier. Gutes Angebot. Steuerpolitik, Konjunktur, Infrastruktur. Als Verbandschef äußert sich Martin Wandsleben zu verschiedensten Themen. Wie schwierig muss es erst für Politiker sein, darüber zu entscheiden, fragt er sich oft. Das eine ist, Mensch, das sind ja ganz normale Menschen, gut so. Und das zweite ist, die kochen ja auch richtig mit Wasser. Das kann einem gelegentlich nervös machen, wenn man sieht, wie jetzt zum Beispiel Brexit. Da hat man irgendwie das Gefühl, Wasser alleine reicht nicht. Da muss auch jemand kommen mit so einem Geniestreich. Im DIHK trägt Martin Wandsleben die Verantwortung für mehr als 900 Mitarbeiter. Diese koordinieren sowohl die Arbeit der Industrie- und Handelskammern in Deutschland als auch das weltweite Netz der Auslandshandelskammern. Wie hält man so einen Laden zusammen? Ich habe für mich selbst einen hohen Anspruch an Qualität der Arbeit. Und das führt auch schon mal dazu, dass ich viel erwarte von anderen, vielleicht auch zu viel, habe ich gelegentlich den Eindruck. Ich bin sehr dankbar, dass ich aber im unmittelbaren Umfeld Mitarbeiterinnen oder Kolleginnen und Kollegen habe, die das auch sehr deutlich adressieren, wenn ich es mal überziehe.